So, hier mal das Video, das ich euch versprochen habe über den DIX 3000. Ich versuche das auch mal ein bisschen schneller hinzubekommen wegen der Größe des Videos, sonst dauert das nämlich bis zu 5 Stunden auf YouTube. Okay, wie ihr schon sehen könnt, eigentlich alles normal. Er startet auch ganz normal, nur unten sieht man schon, dass also in der Mitte das Stopplicht brennt und das Schild volle. Normalerweise das Teilschildchen leuchtet eigentlich auch, jetzt diesmal halt nicht. Hier sieht man wieder defekte Birnchen, die werden dann mal irgendwann gewechselt. Jetzt schmeiße ich mal Geld rein, Scheiben drehen, dann passiert das. Es flackern die Lichter. Jetzt haben die Scheiben aufgehört zu drehen und es passiert eigentlich nichts. Dieses Licht von den 6 Sonderspielen in der rechten großen Ausspielung bleibt ewig an. Jetzt seht ihr mal unten, ist also alles an, bis auf den Start und das rechte Risikoschalter. Jo, das ist eigentlich das Problem, welches ich habe. Dass eben, während sich die Scheiben drehen, die Lichter hier jetzt anfangen zu blinken, zu flackern, nennt es wie ihr es wollt. Jo, vielleicht hat euch das Video ein bisschen geholfen. Wenn es also nicht mehr dreht, bleiben die da unten an. Aber hier sehen wir dann keine Lichter. Hier habe ich die Birnchen schon mal etwas getauscht. Verhält sich auch normal, es brennt keine durch. So, das Einzige, jetzt muss er spielen. Also da funktioniert das auch. So, Service-Schalter mal gezogen. Hört einfach mal hin. Und zwar kommt das von hier. Es ist doch ziemlich laut. Vielleicht hat es damit ja auch was zu tun. Okay, vielleicht könnt ihr was damit.